Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du, bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn, wer bist du dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da fragten sie ihn, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat, unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes, warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Er antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Dass das Fest der wahren Freude ist. So haben wir in der Tagesoration gebetet, mache unser Herz bereit für das Geschenk der Erlösung, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde.
Damit wird der Grundton der Freude angestimmt, der in der alttestamentlichen Lesung zu vernehmen ist, in dem der Prophet spricht: Von Herzen freue ich mich am Herrn, meine Seele jubelt über meinen Gott. Und im Evangelium wird uns Johannes der Täufer vor Augen gestellt, der dem angekündigten Kommenden als den wahren Grund der Freude den Weg bereitet. Alle Lesungen am dritten Adventssonntag laden zur Freude ein. Diese Konzentration auf die Freude ist charakteristisch für die Adventszeit. Tiefer gesehen macht der Advent nur sichtbar, was das innerste Wesen des christlichen Glaubens überhaupt ausmacht. Bereits das erste Wort, mit dem die neutestamentliche Heilsgeschichte beginnt, ist ein Wort der Freude, nämlich die Anrede Marias durch den Erzengel Gabriel: Chaire, freue dich. Freude ist der zentrale Inhalt der Botschaft Gottes für uns Menschen, die sich Evangelium nennt. Denn die Freude steckt im Wort Evangelium. Sie steckt aber nicht nur in diesem Wort, sondern sie steckt auch alle an, die auf das Evangelium hören, es verkünden und leben. Indem das Evangelium mit seinem ersten Wort der Freude beginnt, kommt zugleich an den Tag, dass das Christentum in seinem innersten Kern Freude, ja göttliche Ermächtigung zur Freude ist. Freude ist der Cantus firmus des christlichen Glaubens, besonders in der Adventszeit. Dieser Cantus firmus kann aber nur glaubwürdig zur Geltung gebracht werden, wenn auch der dunkle und traurige Kontrapunkt ernst genommen wird. Und dazu brauchen wir heute keine besonderen Anstrengungen, wenn wir in die heutige Welt hineinblicken, in der Ungerechtigkeit und Missachtung der Menschenwürde herrschen, Terror und Krieg die Oberhand zu gewinnen scheinen und Streit und Hass eskalieren. In der heutigen Welt besteht wenig Anlass zur Freude, vielmehr Anlass zu Angst und Trauer. Und wir wollen es nicht verschweigen. Auch in der Kirche heute gibt es nicht wenige Vorkommnisse, die einem die Freude nehmen könnten. Doch die Freude, die uns dann abhanden käme, wäre gewiss nicht die Freude des Evangeliums, sondern die Freude, die wir uns selber bereiten. Aus eigener Erfahrung wissen wir aber, dass von uns selbst produzierte Freude es höchstens zur Fröhlichkeit bringt, die selten Bestand hat. Deshalb sind die Lesungen in der heutigen Heiligen Messe so sehr darum bemüht, dass wir uns auf den Grund unserer Freude als Christen und Christinnen besinnen. Oft genug gibt der Zustand der heutigen Welt und auch der Kirche wenig Anlass zur Freude. Und dieser Zustand kann in der Tat auch nicht der Grund unserer Freude sein. Der wahre Grund unserer Freude ist vielmehr der Herr, der nahe ist und im Kommen. Die Freude, um die es im Evangelium geht, ist jene Freude, die Gott an uns Menschen hat, mit der er uns begegnet und die aus seiner Gnade kommt. Darauf weist ja bereits die Sprache hin. Denn das griechische Wort für Gnade, Charis, leitet sich vom gleichen Wortstamm ab wie das Wort für Freude, Chara. Wenn der Erzengel Gabriel Maria als du Begnadete begrüßt und sie damit zur Freude einlädt, bringt er zum Ausdruck, dass die Gnade Gottes die Quelle aller Freude ist und alle Freude aus der Gnade Gottes kommt.
Und damit ist vollends deutlich, dass das Christentum die Religion der Freude ist, weil sie in erster Linie Gottes Freude an uns Menschen und der ganzen Schöpfung verkündet. Daraus folgt jene Freude, die wir Christen an Gott haben. Solche Freude an Gott zu verkünden, ist die wichtigste Sendung von uns Christen und der Kirche heute. Und damit tritt das innerste Motiv der neuen Evangelisierung vor Augen, über die wir an der heutigen Tagung nachgedacht haben. Sie kann nämlich nur in Fahrt kommen und wirksam werden, wenn sie aus Freude am Evangelium entsteht und davon Zeugnis gibt. Und zwar aufgrund des Wunsches, das unschätzbare Geschenk, das Gott selbst uns mit der Menschwerdung seines Sohnes an Weihnachten macht, mit anderen Menschen zu teilen. Die Freude am Evangelium ist der innerste Antrieb der neuen Evangelisierung. Sie lässt sich wohl am einfachsten mit einer Wahrheit der Volksweisheit verdeutlichen, die besagt, wes das Herz voll ist, das geht dem Mund über. Diese Wahrheit kennen wir alle aus eigener Erfahrung. Wenn Menschen etwas sehr Schönes erlebt haben, wenn sie beispielsweise von bereichernden Ferien nach Hause gekommen sind, dann braucht man sie nicht erst aufzufordern oder ihnen zu befehlen, davon zu erzählen, was sie erlebt haben. Sie werden es vielmehr von sich aus tun. Manchmal sprudeln dann die Worte aus ihrem Mund, sodass sie uns Anteil an dem geben, was erfahren worden ist. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Diese Wahrheit gilt erst recht für den christlichen Glauben. Denn wenn das Herz der Christen mit der Freude des Glaubens erfüllt ist, werden sie von selbst beginnen, das Evangelium zu verkünden, zu anderen Menschen von Gott zu reden, die Freude in ihrem Herzen an andere Menschen weiterzugeben. Solche Evangelisierung legt uns im heutigen Evangelium vor allem Johannes der Täufer nahe. Er ist die adventliche Gestalt schlechthin. Er stellt sich vor als die Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Johannes versteht sich als Stimme, während der Herr, für den er den Weg bereitet, in der Heiligen Schrift den Namen das Wort trägt. In diesem Verhältnis von Stimme und Wort erschließen sich Aufgabe und der tiefe Sinn der neuen Evangelisierung. Wie der sinnliche Klang, nämlich die Stimme, die das Wort von einem Menschen zu einem anderen trägt, vorübergeht, während das Wort bleibt. So hat auch die Evangelisierung, in der Evangelisierung die menschliche Stimme keinen anderen Sinn als den, das Wort Gottes zu vermitteln. Danach kann und muss sie wieder zurücktreten, damit das Wort im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit bleibt. Die Evangelisierung besteht darin, sinnlich lebendige Stimme für das Wort Gottes und damit wie Johannes der Täufer Dienst an der Verkündigung dieses Wortes zu sein, und zwar mit unserem ganzen Leben. Denn Evangelisierung geschieht heute nicht so sehr durch konsumfreundliche Werbung oder durch die Verbreitung von viel Papier und auch nicht in den Medien. Das entscheidende Medium der Ausstrahlung Gottes sind wir, Christen und Christinnen, die den Glauben glaubwürdig leben und so dem Evangelium ein persönliches Gesicht geben. Wenn uns Christus wirklich als Licht der Welt einleuchtet, werden wir von selbst ausstrahlen. Christen und Christinnen mit Ausstrahlung sein, die gleichsam wie finnische Kerzen leben, die bekanntlich von innen nach außen brennen und so Licht geben.
brennen und Licht geben können, aber wir können wir nur, wenn wir von jener Freude erfüllt sind und sie ausstrahlen, die uns im Evangelium geschenkt ist. Den Menschen heute an dieser Freude Anteil zu geben, ist der elementarste Weg der Evangelisierung von uns Christen heute. Papst Benedikt XVI. Hat ihn mit diesen Worten in Erinnerung gerufen. Die Freude an Gott, die Freude an Gottes Offenbarung, an der Freundschaft mit Gott wieder zu erwecken, scheint mir eine vordringliche Aufgabe der Kirche in unserem Jahrhundert. Gerade auch für uns gilt das Wort, das der Priester Esra dem wenig mutlos gewordenen Volk nach der Verbannung zurief: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Auch für Papst Franziskus ist Freude ein Schlüsselwort, das er bereits in seinem ersten apostolischen Schreiben zum Klingen zu bringen versucht hat. Gaudium Evangelii, die Freude des Evangeliums. Denn Papst Franziskus ist überzeugt, dass mit Jesus Christus immer die Freude kommt und dass wir deshalb eine neue Etappe der Evangelisierung brauchen, die von unserer Freude geprägt ist. Die neue Evangelisierung braucht vor allem getaufte Menschen, deren Herz von Gott geöffnet und deren Vernunft vom Licht Gottes erleuchtet ist, sodass sie Herz die Herzen von anderen Menschen berühren und ihre Vernunft zur Vernunft anderer sprechen können. Nur über Menschen, die selbst von Gott berührt sind und in dieser Freude leben, kann Gott auch heute zu den Menschen kommen. So gesehen ist die Evangelisierung nicht einfach eine Pflicht, die man als Christ zu erfüllen hat, sondern die Konsequenz, die sich von selbst ergibt, wenn wir in der Freude an Gott leben und andere Menschen an dieser Freude Anteil geben. Denn wessen Herz von der Freude des Evangeliums Jesu Christi erfüllt ist, wird von selbst zu den Menschen gehen und ihnen sagen: Wir haben den wahren Grund unserer Freude gefunden. Solche Freude neu zu gewinnen, sind die besondere Einladung und der Anspruch der Adventszeit, die uns auf das große Fest der Menschwerdung Gottes auf unserer Erde an Weihnachten vorbereitet und hinführt. Der dritte Adventssonntag, der den schönen Namen Gaudete trägt, legt uns ans Herz, neu zu entdecken, worin wahre Evangelisierung besteht. Und zwar nicht nur in der Adventszeit, sondern zu jeder Zeit. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch, denn der Herr ist nahe. Amen.